Meine lieben Schwestern, meine lieben Brüder, ich bin mir nicht sicher, ob es Ihnen in mancher Stunde oder in manchem Augenblick in den letzten Wochen so ergangen ist wie mir, dass ich mich gefragt habe, bei all diesen Vorbereitungen, bei all dem, was so anfällt, was noch zu erledigen ist, und jetzt sind wir endlich hier in der Heiligen Nacht, wer hat eigentlich Weihnachten erfunden? Können wir darauf eine Antwort geben? Wer hat eigentlich Weihnachten erfunden? Vielleicht werden einige jetzt sagen, ja, wir haben mal was gelesen, möglicherweise hat der Spiegel mal was darüber geschrieben, dass man das von irgendeinem heidnischen Fest abgeschaut hat und dann hat man im 4. Jahrhundert angefangen und alle solche Dinge. Gut, das wollen wir den Intellektuellen überlassen heute Nacht, solche Erklärungen. Aber wessen Idee war das mit Weihnachten? Wir müssen in einer Gesellschaft, die sich rasant verändert, auf solche banal klingenden Fragen eine Antwort haben. Wo kommt Weihnachten her? Wer hat das erfunden? Wessen Idee war das? Und ich meine jetzt gar nicht so, was wir vielleicht auf den ersten Blick mit Weihnachten verbinden, all die Geschäftigkeit, die wir entwickeln. Und wir beklagen das ja auch manchmal, dass dieses Fest so kommerzialisiert ist. Oder dass es vielleicht für einige gar keine Bedeutung mehr hat, sodass sie schon auf die Zeit nach Allerheiligen verlegen. Ich meine den wirklichen Kern. Wer hat Weihnachten erfunden? Und genauso banal wie diese Frage klingt, mag die Antwort klingen, die man darauf geben muss. Niemand hat Weihnachten erfunden, außer Gott. Gott selber hat Weihnachten erfunden. Wir wollen ihm nicht alles, was wir mit Weihnachten in Verbindung bringen, in die Schuhe schieben. Aber das eigentliche Fest, wozu wir in dieser heiligen Nacht hier sind, das ist eine der kreativen, ganz unglaublichen, unbeschreiblichen Ideen von Gott selber. Eine Idee, mit der niemand gerechnet hat. Eine Idee, die man vielleicht ahnen konnte, wenn wir in diesen letzten Wochen so viel den Propheten Jesaja lesen, wie eben in der ersten Lesung, der davon spricht, dass ein Kind geboren wird, ein Sohn uns geschenkt wird. Aber es ist allenfalls eine Ahnung. Die Idee Gottes mit Weihnachten ist, die Welt zu retten. Warum? Warum muss man diese Welt retten? Nun, ich denke, wir wären alle nicht verlegen, eine ganze Litanei aufzuzählen, was alles gerettet werden muss, was geheilt werden muss auf dieser Welt, wenn wir uns umschauen, die Flüchtlingsströme, die uns im vergangenen Jahr so beschäftigt haben, all das Elend, das hinter jedem einzelnen Schicksal steckt, die Traumatisierungen, die da erfolgt sind, unbeschreiblich. Die Kriege, von denen wir hören, die Auseinandersetzungen auch im Namen der Religion. Wir haben es beim Propheten Jesaja gehört. Und ist das Schöne, auch dass es an Weihnachten nicht einfach verschwiegen und unter den Teppich gekehrt wird, die blutgetränkten Mäntel und das Gestampfe der Soldatenstiefeln sind leider keine poetischen Worte, sondern die nackte Wirklichkeit, auch unsere Wirklichkeit, damals wie heute. Und wir könnten es fortsetzen, diese Linie, bis in unser je persönliches Leben hinein. Gibt es da nichts zu retten, nichts zu heilen, an verschwiegener Not, an Angst um eine Beziehung, an Bangen um einen Menschen, der krank ist oder der sich verändert im Alter? So viele Dinge könnten wir nennen. Weihnachten ist die kreative Idee Gottes, die Welt zu retten. Wir wollen uns einen Augenblick vorstellen, wir hätten diese Aufgabe. Also ich meine so UNO-mäßig. Wir wollen die Welt retten. Wir werden zunächst viele Kommissionen bilden. Wir werden ganz viele Sitzungen halten müssen. Denken wir nur an den Aufwand jetzt mit der Weltklimakonferenz in Paris. Wochenlanges Beraten, jahrelanges Vorbereiten und wenigstens ein kleines Ergebnis. Okay. Ist die Welt damit gerettet?
werden wir erst noch sehen. Vielleicht ein klein wenig, vielleicht aber auch gar nicht. Was würden wir alles an Geld ausgeben, an Energien aufwenden, die Welt zu retten? Und wir hören in dieser Nacht, wie Gott seine Idee, die Welt zu retten, umsetzt. Wie er seinem Namen alle Ehre macht. Und wir wollen das in diesem Jahr noch einmal besonders an uns heranlassen, da wir ein heiliges Jahr der Barmherzigkeit feiern. Gott sagt von sich, er sagt es dem Mose einmal, der Gott sehen will. Er darf aber Gott nur von hinten sehen. Und während Gott an ihm vorbeizieht, ruft er seinen Namen aus. Gott ist barmherzig und gnädig von Geschlecht zu Geschlecht. Unendlich reich an Huld und Güte. Gott ist Rettung. Gott ist Heilung. Gott ist Hilfe. Der Prophet Jesaja sagt einmal, von uns Menschen als Zeichen dieser Verwirrung und auch unserer Hilflosigkeit, die wir haben, sodass dann am Ende Krieg, Auseinandersetzung, auseinandergerissen werden, bis in die Familien hinein das Ergebnis ist. Jeder ging seinen eigenen Weg. Jeder läuft so vor sich hin und tappt im Dunkeln. Und dann geschieht etwas, dass diese Idee Gottes in diese Welt einbricht. Das Volk, das im Dunkel lebt, sieht ein helles Licht. Gott kommt in einem verborgenen Winkel der Welt, als Kind. Wer hätte das gedacht? Wer könnte sich so etwas ausdenken? Gott kommt als kleines Kind. Er kommt, wie es seine Art ist, still, verborgen, arm, bis zur Unkenntlichkeit. Und immer mehr merken wir, auch gerade an diesem Weihnachtsfest sollen wir das wieder merken, wie sehr wir mit Gott immer anders rechnen. Gerade wenn wir mit dem Leid konfrontiert sind. Kann er denn diesen Krieg nicht beenden? Kann er denn dieses Kind nicht retten? Warum macht er dem Flüchtlingsstrom nicht einfach ein Ende? Warum kann Gott nicht in Syrien für klare Verhältnisse sorgen? Wenigstens vielleicht im Heiligen Land, in der heiligen Stadt Jerusalem? Die Antwort auf diese Frage ist keine leichte Antwort, aber sie ist eine Antwort Gottes. Sie liegt in der Verborgenheit des Kindes, für das kein Platz in der Herberge war, das Maria in Windeln wickelt und in einen Futtertrog legt. Das ist die Art Gottes, wie er kommt, diese Welt zu retten. Und dieses Kind hat einen Namen. Es trägt den Namen Gottes, Jeshua, Jesus in der lateinischen Form, wie wir sie gewohnt sind. Gott heilt. Gott schafft Rettung. Das heißt, dass Gott sucht. Von Anfang an ist er auf der Suche nach dem Menschen. Wir, die wir unsere eigenen Wege gehen wollen, die wir uns dann verlaufen und im Dunkeln herumtappen oder nur um uns selber kreisen. Und wir wollen vielleicht, so viel Zeit muss heute Nacht sein, diesen Gedanken noch ein wenig vertiefen, denn auch das klingt ja ein wenig abstrakt. Vielleicht sind einige hier, die sagen, das ist ja ein Theologendeutsch, so kommt die Welt zu retten. Ja, was heißt das denn? Und was hat das mit mir zu tun? Weihnachten erfinden heißt, wenn wir es mit dem Blick Gottes sehen, er kommt, um mich zu retten, um dich zu retten, um euch zu retten. Für jeden und jede höchstpersönlich kommt er, um dich und mich zu retten. Das ist ein Schritt, den wir im Glauben gehen müssen. Gott setzt nicht ein abstraktes Kommissionswerk in Gang, sondern er meint es ganz höchst persönlich. Weihnachten, liebe Schwestern und Brüder, gibt es meinetwegen und deinetwegen und euretwegen. Wegen unserer je persönlichen Not, unserer Ausweglosigkeit, unserer Angst, unserem Herumtappen im Dunkeln,
Deshalb gibt es dieses Licht, das wir in diesen Tagen entzünden. Deshalb gibt es dieses Licht, das einen Namen hat. Gott rettet und Gott heilt. Jesus. Und das ist das, liebe Schwestern und Brüder, wenn wir den Weihnachten ein wenig davon verstünden, dass wir nicht nur uns selber zu sagen hätten, in uns hineinzunehmen hätten, sondern auch keine Angst haben müssen, es nach draußen zu sagen. Wir müssen damit auch keine Angst haben, etwa einer anderen Religion gegenüber. Wenn wir nur verstünden, was es wirklich meint, Weihnachten, was diese Idee Gottes meint, nichts Abstraktes, sondern Konkretes, die Suche Gottes nach jedem und jeder von uns. Und dann die verborgene Weise zu entdecken, in der Gott kommt, als Kind. Weihnachten heißt, Gott verstehen lernen, seine Suche sehen zu lernen und es im eigenen Leben zu entdecken. Weihnachten feiern heißt dann eigentlich nicht mehr die Frage zu stellen, wer hat Weihnachten erfunden, sondern zu fragen, vielleicht in den nächsten Tagen, in einem stillen Moment, hat Weihnachten mich gefunden? Hat Weihnachten mich gefunden? Hat Gottes Suche mich erreicht? Oder haken wir das wieder ab? Es ist wieder rum, der ganze Rummel. Und wir stellen die Frage, wer hat Weihnachten bloß erfunden? Und dahinter kommt ja oft, ich wünschte, es wäre schon vorbei. Nein, liebe Schwestern und Brüder, wir sind jetzt mittendrin. Wir beginnen die Weihnachtsfeier. Und wir dürfen sie feiern, voll Freude, wie wir eben gesungen haben, Fratres Gaudium, Schwestern und Brüder, Freude, weil Gott uns finden will, weil er uns in diesem Kind sucht, weil er uns in diesem Kind ein Licht gibt für unseren Weg, für unser Leben, eine Orientierung, die maßgeblich ist, damit unser Leben gelingt, damit unsere Wunden heilen. Wir haben in der ersten Vesper dieses schöne ostkirchliche Gebet gesprochen. Der Arzt will erscheinen, kommt raus, zeigt ihm eure Wunden. Vielleicht ist dafür auch in diesen stillen Momenten Platz, dass wir uns nicht benehmen wie schön verpackte Weihnachtsgeschenke, auch voreinander nicht, aber vor allen Dingen auch vor Gott nicht, mit noch einer Schicht Papier oder Pappe oder noch ein Karton drum und dann eine schöne Schleife, damit das wunderbar aussieht. Nein, der Arzt will erscheinen, kommt heraus, zeigt ihm eure Wunden. Geht zu diesem Kind, zeigt ihm eure Verletzungen, eure Wunden. In diesem Kind sucht Gott euch. Er will euch finden. Er will euch heilen. Er will euch retten. Öffnen wir uns, liebe Schwestern und Brüder, angesichts gerade so vieler Not, so vieler Sorgen, die uns bedrücken, öffnen wir uns diesem Kind, dieser Idee Gottes, dieser menschgewordenen Idee Gottes. Und unsere Wunden werden heilen. Unser Leben findet Orientierung. Unser Dunkel hat ein Licht.